Ja, herzlich willkommen. Jetzt sind wir bei Royal Exklusiv, eine Firma aus meiner neuen Heimat, aus Köln. Ja, das sieht man schon, Royal Exklusiv ist eigentlich weltweit vor allem deswegen schon aufgefallen gewesen, weil sie so ein tolles Design haben und natürlich auch mächtig Dampf bei ihren Pumpen und gibt nicht viele Abschäumer, die diesem Ruf des Royal Exklusivschäumers auch annähernd nur rankommen. Wir haben natürlich versucht, den Klaus Jansen heranzukriegen. Er ist so fotoscheu, das glaubt ihr nicht. Deswegen hat er seinen besten Mann vorgeschickt, den Thorsten. Den begrüße ich jetzt. Grüß dich, Thorsten. Hallo, hi. Ja, was hat euch bewogen, wieder zu Interzoo zu gehen? Was habt ihr mitgebracht? Weil ich habe gesehen, der Klaus hat in seiner Ideenschmiede natürlich auch einiges in den letzten Monaten gepostet. Speziell einfach hat er, glaube ich, seine Ideen, die er hat, eben auch dem Publikum übermittelt. Mhm. Und ich denke mal, ihr habt davon einiges umgesetzt. Deswegen, ich überreiche dir das. Bitte direkt da reinsprechen und dann werden wir glücklich. Alles klar, super, vielen Dank. Ja, hi. Richtig, wir waren nach 8 Jahren Abstinenz sind wir nun wieder mal auf der Interzoo vertreten, weil wir gedacht haben, wir müssen uns mal wieder sehen lassen. Es hat sich auch einiges getan in unserem Portfolio und das möchten wir einfach mal kurz hier umreißen. Also klar, sicher Abschäumerpumpen, ganz normal nach wie vor, da wird es auch weitergehen und weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile neben den bekannten RD1 auch die RD3 Pumpen regelbar. Die wird der eine oder andere schon kennen und es geht jetzt aber auch weiter. Wir haben jetzt die RD5 und die RD6, die auch bald kommen wird. Was wir natürlich auch hier auf der Messe zeigen möchten, ist die Weiterentwicklung unserer Filtersysteme. Wir sind seit einiger Zeit, also jetzt sind es schon fast 2 Jahre, haben wir angefangen, Prototypen zu entwickeln, weg von den Filtersocken hin zu dem Vlies, was ja auch dem einen oder anderen bekannt ist aus der Teichtechnik. Haben wir uns abgeguckt oder Ideen geholt, logisch. Das ist der große Vlies, mit dem hat alles angefangen, 1,30 Meter für große Systeme. Ist aber natürlich auch auf mehreren Kundenwunsch oder Anfragen hin, Mensch, ich will auch gerne sowas haben, aber die Größe nicht machbar, könnt ihr nicht, habt ihr nicht. Und so haben wir dann angefangen auch zu gucken, ob wir dann nicht doch noch irgendwie was Kleineres hinbekommen. Haben noch uns mal hingesetzt mit unseren CAD-CAM-Spezialisten und haben die Fließeinheit nochmal gedreht um 90 Grad und haben dann aus dem normalen Fließer, der natürlich sehr komfortabel ist, weil man hier auch den auf- oder abgerollten Vlies dann sehr sauber in der Trockenkammer hat, auch geruchsneutral verschlossen. Man kann die ganze Box rausziehen, das ist ein sehr sauberes Arbeiten. Das macht natürlich Spaß. Hier ist auch eine 70-Meter-Rolle verbaut. Da hat man wirklich in Abhängigkeit natürlich von der Beckengröße und vom Besatz von 4 bis 8 Wochen auf jeden Fall Ruhe. Jetzt hat auch schon mal genau ausgelöst der Sensor, weil man hat ja auch in der Hand sehr viel Flüssigkeit, deswegen genau, dann löst er gleich aus. Ich will jetzt auch gar nicht auf die Funktion näher eingehen. Ich will einfach nur einen ganz kurzen Umriss geben. Genau, das ist die große Kiste. Dann haben wir eine Eco-Fließer, so genannt, weiterentwickelt, wo wir den Vlies gedreht haben. Wie gesagt, 90 Grad. Auch für kleinere Systeme dann einsetzbar, machbar. Nochmal die Trockenkammer ein bisschen verkleinert und. Das ist eine sehr, sehr schöne Größe. Das ist 1,50 Meter. Komplett bestückt mit Abschäumer. Der kann in dem Fall, wenn ein Vlies im Einsatz kommt, auch eine Nummer kleiner gewählt werden. Der Abschäumer ist eigentlich nur für 500 Liter, aber durch den Einsatz des Vlieses ist die Box natürlich dann auch locker für 1000 Liter geeignet. Ja, danke erstmal. Das ist, stimme ich dir zu, absolut. Je mehr der raus soll, desto weniger hat dann eigentlich der Schäumer zu tun. Eine Frage, das ist ein Komplettteil, was auch nur so zu kaufen ist? Nein, also wir verkaufen die Filter. Die Dreambox, wie sie ja heißt, verkaufen wir separat. Wir verkaufen den Abschäumer separat, wir verkaufen die Pumpe separat. Es gibt natürlich dann geschnürte Systeme oder aufeinander abgestimmte Systeme, gerade die wir schon mal für Kunden gebaut haben oder die wir so anbieten. Da gibt es dann nochmal Prozente natürlich Rabatt bei so einem Komplettkauf. Ja. Okay, also macht es Sinn, wenn ich so mein Becken damit bestücken möchte, Dreambox kaufen, Fließfilter kaufen, Schäumer dazu und na gut, der Rest der Technik ist ja normal, das hat ja jedes Filterbecken. Richtig, ganz normale Technik, genau. Jetzt die Weiterentwicklung, die erst in der Tat letzte Woche fertiggestellt worden ist von Jansen, von unserem Herrn Chefentwickler, ist nochmal eine Separierung von nur dem reinen Fließer als Slim- oder Single-Version. Der steht da drüben, den kann ich euch auch mal zeigen. Das ist die externe Version. Klar, weil es gibt ja viele Becken, entweder selber gebaut oder man hat schon eine Dreambox bei sich stehen. Dann kann dieser zum Einsatz kommen.
hatten, sollte irgendwie einen Wasserstand von 15 bis 30 Zentimetern haben. Das ist die externe Version, kann aber auch genauso gut ohne diese Anschlüsse intern aufgestellt werden, also auch in bestehende Systeme reingetaucht. Wie gesagt, 15, der Vlies sollte halt mit Wasser besetzt sein, macht Sinn. Und dann bis hoch 30 Zentimeter, das ist, ne, der Rücklauf und gegebenenfalls Notüberlauf. Also im Prinzip, das habe ich eigentlich mit der ersten Frage gemeint. Okay. Hm. Sprich, ihr habt jetzt ein autarkes Fließfiltersystem, was man so in sein Filterbecken stellen kann. Wie sind die Maße hierzu? Den gibt es in drei unterschiedlichen Dimensionen. 40 tief, 50 tief oder 60 tief. Und in der Breite reden wir irgendwas um die 30, 32 Zentimeter. Ist natürlich auch sehr interessant für die Süßwasser-Aquaristik. Ja gut, die arbeiten ja ohnehin nicht mit Schäumer, aber haben natürlich auch Dreck. Ja, richtig, genau. Gibt es schon irgendwelche Infos zu Preisen? So richtig durchkalkuliert, auch aufgrund der Knappheit und der Vorbereitung der Messe, hat das natürlich noch nicht stattgefunden, bla bla bla. Wir denken aber, dass wir, also unser richtiges Ziel ist, diesen unter 1000 Euro anzubieten, dem Endkunden. Und fertig wird das Ganze dann wirklich zum Verkauf im Sommer? Wird ein bisschen knapp, aber ich denke, Ende, Anfang Herbst sollte das schon passieren, ja. Weil wir müssen natürlich, da hängt ja auch mal viel dran, muss ja dann die Ersatzteilliste, die Dokumentation, Teileliste, Produktion muss erstmal Zeit haben und. Also das ist dann, ne, und Teile müssen eingekauft werden, das ist dann schon noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke mal, so im Herbst reden wir auf jeden Fall darüber, ja. Ja, ich war ja schon mal bei Royal Exklusiv, damals noch in Köln in der Richard-Pürth-Straße. Ist tatsächlich auch eine Firma, wo was dahinter steckt, wenn man da reinkommt, da wird produziert und zwar ordentlich. Also kann man davon ausgehen, dass das auch ordentliche Sachen sind. Ja, gut. Das ist unser oberstes Credo, natürlich, klar. Ja, das, ja, nee, so. Bei uns spielt nicht Zeit die wichtigste Rolle, sondern einfach Qualität. Wir wollen gute Sachen abliefern, ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Und die kannst du dir nur erarbeiten, ja. Punkt. Herzlichen Dank für den kleinen Exkurs. Hast du noch was anderes oder ist das so im Groben eure relevante Neuigkeit, auf die wir jetzt dann alle warten? Richtig. Und es gibt noch eine kleine Neuigkeit, sehr, sehr interessant im Abschäumerbereich. Und zwar haben wir, das ist die angesprochene RD6-Pumpe, ganz, ganz neu. Ist den einen oder anderen wird es bestimmt schon aufgefallen sein. Es ist sehr ähnlich der Aquabi-Pumpe. Nein, es ist eine Aquabi-Pumpe. Wir haben eine Kollaboration mit der Firma Aquabi für bestehende Abschäumer, aber auch für unsere, für den neue Version 18 kommenden Abschäumer. Und zwar kann Kunden die Version, also für den Mini-Bubble 160, 180, diese Pumpe nachrüsten. Es gibt ein Upgrade-Kit, um wirklich dann quasi die alte AC, also Wechselstrompumpe, zu tauschen gegen eine regelbare 24 Volt Gleichstrompumpe. Haben Sie schön gebaut in schönen Farben? Ja, die haben es uns irgendwie angetan. Ja, ja gut, na, Rot-Weiß ist ja eigentlich euer grundsätzliches Corporate Identity Design, richtig? Ja, und gut. Ist auch mit Köln verwurzelt. Ja, das stimmt. Dann würde ich jetzt sagen, danke lieber Thorsten. Ja, danke euch, vielen Dank. Und auch der Firma Royal Exklusiv, tolle Messetage, viele Umsätze, viele Nachfrage. Ja, und bis bald dann. Danke, tschüss.